Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Blicken Sie mit mir gemeinsam auf die Wetterlage an diesem Mittwoch. Bald haben wir es schon geschafft. Mitte der Woche ist erreicht. Bald nähert sich ja schon das Wochenende. Wien hier zu sehen. Dabei schneit es nicht, aber es ist dennoch ziemlich frisch. Annaberg hinter mir, Marcel Hirscher. Ja, der hat sich gestern wieder freuen können in Schladming beim Night Race. Wie es weitergeht in den kommenden Tagen, das verrate ich Ihnen gleich detailliert. Wir starten vorab jedoch mit der Großwetterlage in Europa. Und Tief Oscar wandert über Deutschland hinweg nordostwärts und wird schwächer. Das hat dichte Bewölkung und Schneefälle zwischen der Nordsee und dem Alpenraum sowie starke Windböen über dem südwestlichen Mitteleuropa zufolge. Über dem Mittelmeer regnet es derweil kräftig und in Finnland und Nordwestrussland ist es in kalter Luft winterlich mit Schneewolken. In Österreich, Sie sehen schon einige Sonnenstrahlen hier zu sehen, von Vorarlberg bis Oberkärnten bewölkt und stellenweise aber auch etwas Schneefall oder Schneeregen. Im Großteil Österreichs aber trocken, mit Hochnebel und mit Sonnenschein. Am längsten kann die Sonne im Bereich von Salzburg bis Wien scheinen und Höchstwerte -3 bis immerhin ganze plus 5 Grad. Und die nächsten 24-Stunden-Prognose im Westen verrät uns, der Tag wird ziemlich bewölkt, auch etwas verregnet und der Schneefall setzt ab ca. 18 Uhr ein. Im Osten hingegen Sonnenschein pur, wenn es auch ziemlich kalt in den Tag startet. Bis zu minus 6 Grad waren hier noch mit dabei. Aber das Ganze lockert sich dann auf, die Sonne kommt durch und 3 Grad sind die Tageshöchstwerte. Die nächsten 7 Tage im Westen bleiben sehr durchwachsen. Das Wochenende startet verregnet und dann kommt der Schnee auch noch dazu. Ab Sonntag, dafür zeigt sich die Sonne ab Wochenbeginn. Im Osten ein ähnliches Bild, bis zu 6 Grad am Freitag, wenn auch noch bewölkt. Aber blicken Sie auf den Samstag, unglaubliche Traumtemperaturen, 10 Grad und Sonnenschein. Sonntag nämlich wird es dann wieder nass. So viel von den aktuellen Wettersichten, wir kommen zu Breaking News.